Bekommen wir wirklich ein iPhone SE 3 und ist das überhaupt realistisch? All das möchte ich in diesem Video hier mit dir klären, also bleib dabei. Mein Name ist Oliver, willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Cool, dass du dir wieder die Zeit nimmst. Ja, wir müssen wieder über Technik sprechen und diesmal geht es um den angebissenen Apfel, namentlich das iPhone SE 3. Kommt es wirklich auf den Markt? Übrigens, wenn du dich für Technik interessierst, hier unten kostenfrei den Kanal abonnieren, setz die Glocke, du verpasst auch in Zukunft nichts mehr. Ja, das iPhone SE 3 soll in diesem Jahr noch auf den Markt kommen und man tippt irgendwas so um den April. April passt eigentlich ganz gut, denn im vergangenen Jahr haben wir am 15. April das iPhone SE 2020 präsentiert bekommen und das gibt Anlass für Spekulationen, dass wir auch in diesem Jahr ein, nun ja, ich nenne es mal Low-Budget-Gerät von Apple bekommen. Und hier soll es quasi zwei Modelle geben, ein normales iPhone SE 3 und eine Plus-Version. Und bis jetzt kennen wir nur einige Dinge rund um das Plus-Modell. Dahinter soll sich also ein Smartphone mit einem 6,1 Zoll großen IPS-Display verbergen, also kein OLED-Display. Darüber hinaus wandert der Fingerabdrucksensor in den Rahmen, in den Power-Button und dadurch könnte das Ganze wirklich randlos werden. Wir sollen wohl trotzdem bei der Notch bleiben, inwieweit das dann zusammenpasst. Ich bin mal gespannt. Auf der Rückseite bekommen wir eine 12-Megapixel-Hauptkamera und das war's. Kein Weitwinkel, nichts in der Richtung, sondern nur eine Kamera. Und auf der Front soll es auch bei den 7 Megapixeln bleiben. Dafür könnte im Inneren dann aber der neue A14-Prozessor werkeln. Und ich habe mit meinem Technikkollegen Moritz gesprochen vom Kanal MoKit und der hält das Ganze wiederum für nicht wahrscheinlich. Ich könnte mir aber trotzdem ein Gerät im April vorstellen, denn damit könnte Apple auch nochmal im Frühjahr einige Kunden abgreifen, die sich nicht ganz sicher sind, für welches Gerät sie sich entscheiden sollen. Was den Preis angeht, da werden wir wohl definitiv nicht an die 479 Euro des Vorjahresmodells drankommen. Hier werden wir wohl bei ca. 590 Euro umgerechnet landen. Wie realistisch das Ganze wirklich ist und ob man solch ein Gerät braucht, na, das sei mal dahingestellt. Trotzdem finde ich es gut, dass Apple nochmal ein neues Gerät rausbringen möchte und damit vielleicht die Leute catchen könnte, die nicht so viel Geld ausgeben möchten. Wie stehst du zu dem neuen iPhone SE 3? Könnte es wirklich kommen? Hältst du es für unrealistisch? Heißt es vielleicht iPhone SE 2021? In welchen Farben kommt es? Und. Ja, ich glaube, da kann man einiges besprechen. Ich freue mich wie immer über den fairen Austausch mit dir unten in die Kommentare. Ich sage vielen Dank, bleib gesund, mach's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.